Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 Herrschaft des Feuers. Wir sind hier am überfluteten Damm, dem Kontrollpunkt, bei dem ich ja in der letzten Folge ganz schön die Hucke voll gekriegt habe, weil ich da hier nicht ganz aufgepasst und etwas unvorbereitet hier ins Gefecht gezogen bin. So, was müssen wir jetzt noch machen in unserer Fahndung nach Chux. Wir haben noch einen Kontrollpunkt übrig und wir müssen noch eine öffentliche Exekution verhindern. So, die öffentliche Hinrichtung haben wir hier auf der rechten Seite und links. Da ist noch der Kontrollpunkt, da müssen wir dann noch hinstiefeln. Und da passe ich jetzt diesmal ein bisschen auf, wie hier sich der Schwierigkeitsgrad eben darstellt. Okay, Leute, wir legen los und es wird langsam wieder hell. Und haben ein bisschen Strecke hier vor uns. Und in der Zwischenzeit möchte ich mich wieder mal recht herzlich bei allen bedanken, die den Kanal hier abonniert haben. Ich spiele ja seit einigen Tagen EA Sports PGA Tour und das scheint auch sehr, sehr gut anzukommen. Freut mich sehr. Ist jetzt auch ein bisschen Kontrastprogramm hier, wenn wir The Division spielen. Aber das macht ja das Ganze oder den Reiz ja auch ein bisschen aus, dass man immer ein bisschen auch Abwechslung hat. So. Jetzt müssen wir mal schauen auf der Karte. Ja. Da müssen wir hin. So, da und ein bisschen Munition aufnehmen. Gut. Und jetzt sollte die Sache doch langsam spannend werden. Okay. So, die Geiseln sind da oben auf der Plattform, auf der Heli-Plattform. Wir werden auf jeden Fall auch auf eine Plattform gehen. So, kommen wir mit unserem Geschütz dahin? Das ist doch herzallerliebst. Okay, dann legen wir mal los. Mit dem Feuerwerk. So. Ihm hetzen wir die Drohne. Ah ja, okay, natürlich, klar. Nee, nicht auf die Geisel. So, ihn hier mal aus dem Spiel nehmen. Wo haben wir denn noch, Jungs? Da hinten springt noch einer rum. Oh, der ist oben auf der Plattform. Nein, da drüben auf der Plattform. Holt sich uns. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Okay. So, immer ein bisschen Auge auf die Geißel nehmen, ob die Schaden haben. Beziehungsweise ein Auge auf die Geiseln haben, ob die Schaden nehmen. So rum ist es, glaube ich, eher richtig. So. Sehr schön. Keiner mehr übrig. So sollte es ja auch sein.
So, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ach, da hinten. Da springt eine Geißel rum. Augenblick, wir nehmen mal unser Geschütz wieder mit. Na. Gut. Ist das wahr? Das war. Was die Leute über St. Louis sagen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Es soll einen Angriff gegeben haben. Geht's auch noch ein bisschen genauer? Outcasts und abtrünnige Agents arbeiten zusammen. Was wollen die Outcasts in St. Louis? Sagen Sie es mir. Werden Sie nicht paranoid? Müssen wir Angst vor einer Strahlenvergiftung haben? Aus St. Louis? Von den Outcasts? Nein. Ganz sicher? Ja. Wenn Sie Angst haben, holen Sie sich doch einen Geigerzähler. Und woher soll ich einen bekommen? Innenministerium, Grünflächenamt, Ihre Prepper-Gruppe, Spionagemuseum, Kraftwerk. Sie haben die Wahl. Okay. Sehr schön. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt noch als nächstes... Ja... den Kopfgeldeinsatz und den Kontrollpunkt. So. Dann nehmen wir mal jetzt diesen Kontrollpunkt ein. Das sollte jetzt diesmal nicht ganz so schwierig sein. Okay. Gut. So, dann haben wir eine ordentliche Strecke vor uns. Was haben wir denn hier noch? Zack. Quatsch. Untersuchen. So. So, der passt eher in mein Gepäck. Aber wegen dem Loop bin ich ja eigentlich hier nicht unterwegs. Außer natürlich, wir finden diesen ultimativen Super Ninja weg. Dann wird natürlich ein kleines Feuerwerk abgefacht, beziehungsweise abgefackelt. So, Einkaufswagen. Mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen was mitnehmen können hier auf dem Weg. Ja, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, PGA Tour, Golf, es ist ja so, ich spiele persönlich ja in meiner Freizeit auch Golf, deswegen ist es ja auch Pflicht für mich fast, dieses Spiel zu spielen. Und es scheint eben, wie gesagt, sehr, sehr gut anzukommen. Mich erreichen da sehr, sehr viele Fragen, auch eben zum Golf im Allgemeinen, nicht nur zum Spiel. Und das freut mich sehr und deswegen werde ich mich auch die nächsten Tage mit Sicherheit etwas stärker auf dieses Spiel konzentrieren. Und das Projekt hier möchte ich auf jeden Fall auch fortführen. Kontrollpunkt in der Nähe. Genauso wie eben auch ein bisschen noch den LS22 mit Neu-Mini-Brunn. Auch da möchte ich auf jeden Fall noch weiterkommen. Sind wir schon da? Nein, das ist ein anderer Kontrollpunkt. Augenblick. Ah ja. Nee. So. Oh, da ist irgendwas hinter mir. So, bevor ich mich wieder die Blöße gebe. So, okay. So, das Geschütz können wir eigentlich schon mal wieder einpacken, weil das wird da eben nicht viel bringen. So, von da kommen noch welche. Zugangsschlüssel entdeckt. Okay. Da hinten kracht es auch ein bisschen. Aber auch das gehört, glaube ich, nicht zu uns. So. Okay.
Ja, da soll die Drohne sich mal ein bisschen drum kümmern. So, da nehmen wir aber ein bisschen die Raketen mit. Ja, ja, ja. Ups, da ist einer. Da schleicht einer rum. So, jetzt aber erstmal hier zum Kontrollpunkt. Damit wir mit dem guten Chucks hier endlich mal fertig werden. Nicht immer hier ein kleines Gemütze hier sich verhaspeln. Okay. Da knallt es auch wieder, aber das gehört auch nicht zu uns. So, Dröhnchen werden wir auch wieder. So, da wird sich der Kontrollpunkt befinden. Okay. Okay. Übernehmt das Geschütz. Achtung, da kommen welche von der Straße. Ups. Also ich muss sagen, ich habe hier keine gute Position. Jedenfalls keine zufriedenstellende. So, wir brauchen eine bessere Position zum Kämpfen. So, jetzt kommen die Kollegen natürlich alle hier aus der Hütte. Übernehmen wir die Minigun! Und er ganz mutig hier. Gleich hoch. Kommt irgendwas geflogen. So, da oben ist noch einer. So, dann Kollegen, wer suchen wir dann mal? Ah ja, da kümmert sich anscheinend schon die Drohne drum. Und? Ups. Ups. Okay. Irgendwas ist hinter mir. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, wer hätte es gedenkt? Okay. So. Agent braucht Verstärkung. Mist, von hier treffe ich keinen.
Hören die jetzt wirklich zu uns? Irgendwie haben die sich, glaube ich, verlaufen. So. Da kommt doch jetzt was. Yep. Der Schütz gehört uns. Ja, wenn sie es sagen. Was hat gesessen? Oh ja, der ist aber ganz stürmisch hier. So, wie sieht es mit der Munition aus? Die geht mir zu Ende. Die geht zur Neige, wie ich sehe. So. Oh ja, jetzt muss er hier die Treppe runtergehen. Oh Mann. So, wo springt noch einer rum? Wir haben uns auf dem Potomac eingerichtet, Miss Sokolova. Alles in Ordnung. Aber? Schlechte Moral. Hauptanliegen? Das Essen. Wir haben jede Menge E-Parts, aber sonst für die nichts. Die Crew hat genug zu essen. Aber nur Leute. Ich soll einen Koch besorgen? Das wäre übertrieben. Aber frisches Essen würde die Moral deutlich steigern. Sie wollen Salat? Ja! Am Flug gibt es viele Wildwachsende weiter. Können wir nicht den Campus einnehmen? Später. Wenn Sie jetzt Salat wollen, dann müssen Sie mit dem Stück. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Feinde erkannt. Die wollen also tatsächlich sich den Campus einverleiben. So. Gut. Okay, da draußen lungern immer noch welche rum, die ein bisschen nervig sind. So, und die Kollegen werden ja mit denen irgendwie nicht fertig. Okay. Yep. Immer noch nicht fertig. So, ach. Ein Konvoi anscheinend. Ja klar, da steht's ja auch. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Ich weiß. Gut. So, was mich vor allen Dingen interessiert, sind natürlich die kleinen, kleinen Raketchen hier. So. Sehr gut. Schwuppdiwupp. So, das kann natürlich auch nicht schaden hier. So. Wo ist nochmal der Vorratsraum? Oben, unten, links oder rechts? Hier hinten. Oder? Hätte ich doch nur Zahnseide. Vorratsraum? So. Gut, 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 gut. Dann wieder ein bisschen aufmunitionieren. Nö, hier gibt's nichts.
So. Gut, gut, gut. Also, was haben wir als nächstes noch? Jetzt haben wir den Kopfgeldeinsatz. Wo finden wir den? Wo finden wir den? Wo finden wir den? Ich würde sagen, den finden wir in der nächsten Folge, wenn wir hier die Fahndung spielen nach Chucks. Wir gucken da nochmal ganz kurz rein. Den Kollegen hier müssen wir noch finden, Kopfgeldeinsatz. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal danke, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Darf ich mich wie immer bei euch bedanken für eure Zeit. Und wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin sage ich tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.